Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Vor meinem wunderschönen Schloss, was ein bisschen schade ist, dass es blau ist und nicht rosa, weil das wäre dann alles auf mich eingestimmt. Aber egal, ich bin ja schon mega happy, überhaupt so eine schöne Optik zu haben. Und ich sehe gerade, dass wir Post bekommen haben. Keine Ahnung, worum es geht. Update vom Premium Shop. Made available in the storage. Move two bundles from the week. Okay. They have been replaced with new bundles. Okay. Als Dankeschön dafür. Also nicht als Dankeschön dafür, dass sie das gemacht haben. Als Dankeschön für die, also dass man diesen Fehler sozusagen stillschweigend angenommen hat, wenn man so möchte. Haben sie allen Spielern die Sachen hier gegeben. Das ist doch mal cool. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Stil ist. Aber das ist doch sehr geil. Habe ich die jetzt alle bei... Nee, ich habe die nicht im Inventar, ne? Ich habe die im Menü drin. Ja, ja, klar. Ich bin ja auch wieder heute. Oh Gott, es ist einfach zu früh zum Spielen. Ich merke das schon. Ja, wegen der nächsten Quest. Dazu muss ich was sagen. Und zwar habe ich im Inventar, ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge davor irgendwann gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe übrigens eine rote Kartoffel gefunden. Irgendwo bei Remi lag die. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es hat anscheinend mit irgendeiner zukünftigen Quest zu tun. Heißt, dass ich die dann auch erstmal hier reintun werde, glaube ich. Ne? Ja, da habe ich mich auch immer noch die geheimnisvolle goldene Kartoffel drin, wo ich bis heute auch noch nicht weiß, was das eigentlich überhaupt bedeuten soll. Ich schiebe mir das alles mal so ein bisschen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt verschiedene Kartoffelarten einfach sammeln und keiner weiß so richtig Bescheid, warum, wieso, weshalb. Das, ja. Lass ich mal so stehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe diesen goldenen Türgriff gefunden. Und zwar habe ich dann einen Screenshot extra von gemacht, weil ich das natürlich jetzt wieder offline gefunden habe, wo ich gar nichts finden wollte. Und den werde ich jetzt einmal einblenden. So, und der führt uns zu einer Quest mit Merlin. Achso, wir haben auch noch die mit Dagobert, fällt mir gerade auf. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, machen wir die danach. Weil das sind ja eigentlich nur 10 Möbelstücke aufbauen. Aber es kann sein, dass er natürlich auch noch in anderen Gegenden was haben will. Warum ist das bei der Sammlung? Achso, da ist nur dieser eine Punkt, okay. So, den möchten wir jetzt einmal aktivieren. Du musst mehr über den goldenen Türknauf wissen. Bringe Merlin den goldenen Türknauf. Wo ist Merlin denn? Der läuft doch bestimmt wieder irgendwo hier rum. Ist nicht... Doch, der ist doch zu Hause. Dann porten wir mal ganz schnell dahin. Ah, mein Kürbisfeld ist auch wieder am Pulsieren sozusagen. Das andere dürfte normalerweise auch fertig sein. Ne? Ich guck mal ganz kurz. Ja, genau. Ich muss das nicht gießen. Sehr schön. So, Merlin, ich habe eine Frage. Es wäre schön, wenn ich, anstatt zu verlassen, auch mit dir reden könnte. So. Den habe ich gefunden, Merlin. Sag mir etwas dazu. Da bist du ja. Wie wundervoll. Ein goldener Türknauf mit einem eingravierten M. Hey. Es sieht zwar nicht nach viel aus, Gameplayerin, aber es beweist, dass deine Bemühungen gegen das Vergessen nicht umsonst waren. Ich habe das hier im Dorf gefunden. Jemand muss aus seinem Haus ausgesperrt sein. Oh nein, nein, keine Sorge, Gameplayerin. Dieser goldene Türknauf gehört einem besonders bezaubernden Mädchen namens Mirabelle Madrigal. Madrigal wird es ausgesprochen, glaube ich, oder? Also Mirabelle auf jeden Fall. Du wolltest, dass sie sich wie zu Hause fühlt. Also hast du mit deiner Hilfe ihr Haus verzaubert, um sie an zu Hause zu erinnern. Der Zauber gab dem Gebäude die Kraft, Mirabels Freundlichkeit und Energie wiederzuspiegeln. Aber trotzdem, wir hatten nicht erwartet, dass Mini Casita so magisch sein und ihre Bewohner so sehr beschützen würde. Was meinst du? Als das Vergessen stattfand, begann Mirabel, wie viele von uns, ihre Erinnerungen zu verlieren. Eines Morgens war ihr Haus dann nicht mehr da. Ich begann schnell nachzuforschen und entdeckte etwas Erstaunliches. Um Mirabel zu schützen, verschwand ihr Zuhause in einem eigenen kleinen Universum.
Da wir diesen goldenen Türknauf finden, kann nur eins bedeuten. Mini Casita überlegt, sich zurückzukommen. Also Mini Casita, glaube ich, hieß das Haus, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe den Film nur einmal gesehen, im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Disney-Filmen. Aber zuerst musst du ihm beweisen, dass das Tal wieder sicher ist. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Wunderbar. Nun, Häuser glauben an Taten, nicht an Worte. Außerdem ähneln Häuser oft ihren Bewohnern. Um zu beweisen, dass das Tal für Mirabel sicher ist, musst du die Werte des Madrigals verkörpern. Was sind die Werte der Madrigals? Nun, ich hörte, dass sie immer daran glauben, ihr Dorf zu vereinen, um der Gemeinschaft zu helfen. Und ich erinnere mich daran, dass Mirabel sich bei allen versicherte, dass ihre Bedürfnisse erfüllt wurden. Oh, und sie liebte Fotos, falls das hilft. Ich könnte ein paar Fotos von Dorfbewohnern machen. Was die Bedürfnisse aller betrifft, ich könnte fragen, was die Dorfbewohner brauchen und ihnen ein paar Geschenke machen. Das sind wirklich gute Ideen, Gameplayerin. Nein, finde ich nicht, weil da bestimmt wieder Blumen oder so bei sind. Oder irgendein Holz, was ich nicht habe. Es könnte ausreichen, sich mit einigen der Dorfbewohner zu unterhalten. Schließlich freut sich jeder, wenn man an ihn denkt. Nimm diesen goldenen Türknauf. Er ist mit Dreamlight angereichert. Je mehr gute Taten du vollbringst, desto mehr Magie wird er erhalten. Sobald er genug hat, kehrt Mini Casita zurück. Ich werde das alles mal ausprobieren und mit dir reden, sobald ich fertig bin. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Ja, es gibt wirklich viel zu tun. Also, mache Fotos mit verschiedenen Dorfbewohnern. Das geht doch schnell. Ja, Goofy bietet sich schon mal an. Sehr schön. Moment. Ich muss das erstmal hier... Hallo, Goofy. Wie soll ich dich denn so aufnehmen, wenn du so nah rankommst? So. Jetzt sieht man überhaupt nichts von dir. Aber ist egal. So. Jetzt haben wir ein Foto mit dir gemacht. So, wen haben wir noch? Maui ist zu groß. Maui ist zu groß. Nehmen wir lieber Vaiana. Komm. Vor allen Dingen der Blick von dir. Meine Muschel passt nicht richtig. Okay, ja, wieso habe ich jetzt drei? Der Ozean ist ein Freund von mir. Da lag, glaube ich, Woody oder so, ne? Wie sagte schon Gusto, jeder kann kochen. Es hilft natürlich, wenn ich dein Lehrer bin. Genau. Ach so, da habe ich Remy vielleicht aufgenommen. Ich muss mir das Bild nochmal angucken. Gib verschiedenen Dorfbewohnern ihre Lieblingsgeschenke. Was hast du denn heute für ein Lieblingsgeschenk? Hi. Hecht oder lilane Glockenblume? Okay, komm, Hecht. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Ja, ja. Dann bleib aber auch bitte da, Vaiana, und hau nicht schon wieder ab. Ich sehe dich doch schon wieder laufen, oder? Ja? Hecht und lilane Glockenblume. Schauen wir mal nach. Aber es müssen verschiedene Dorfbewohner sein. Naja, gut. Nehmen wir mal... Ich glaube, den Hecht kriegen wir eher, ne? Die brauchen wir jetzt auch nicht so oft, meine ich, oder? Jetzt habe ich vergessen, wie der Hecht aussah. Das ist ja wieder so klar. Einmal den Fisch angeguckt und schon weiß ich es nicht mehr. Nee, das war der Kabeljau. Dum, 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 dum. Kein Hecht in Sicht. Hier vielleicht. Königsmakrele, Lachs. Auch kein Hecht in Sicht. Habe ich keinen Hecht oder bin ich jetzt zu schnell rübergegangen? Dann nehmen wir die lila Dingsbums. Passionslilie. Glaube ich, war es. Ich gucke noch mal nach zur Sicherheit. Moment. Nee. Doch. Charaktere. So. Vaiana. Ach, so sah der Hecht aus. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht gefangen, ne? Lila Glockenblume. Das war das, nicht Passionsblume. Lila Glockenblume. Schon wieder gucke ich mir 1000 lila Blumen an, aber nicht die, die abgebildet war. Okay, dann nehmen wir die mal mit. Zack. Jetzt müssen wir nur noch Vaiana wiederfinden. Ich hoffe, dass sie mich nicht angelogen hat und sie tatsächlich noch da ist, wo sie eigentlich sein soll. So. Vaiana? Natürlich hat sie mich angelogen. Wo ist die schon wieder hin? Mädel, kannst du doch nicht einfach immer verschwinden. Ich meine, es ist ja schön, wenn die so auf Achse ist, ne? Ach, die ist am Strand. Moment. Sie läuft jetzt darum. Jetzt ist sie stehen geblieben. Vielleicht schaffe ich es doch noch, sie einzuholen. Da steht sie. Ich möchte übrigens endlich mal dieses blöde Ding hier am Wasser wegbekommen. Ich möchte da gerne was hinbauen.
Ich will das umsetzen. Wow, du bist ein richtig guter Anführer für dieses Valley. Ne? Geil, wa? Einmal Glockenblume für dich. Das sind zwei Sachen, die ich schon alle so oft gemacht habe, aber... ja, ich würde gerne fragen, ob es ihr gut geht, so wie sie jetzt gerade hier am Rumspringen ist. Aber... So, ein bisschen Dreamlight nochmal gesammelt. Och ja, lass mich hier bloß nicht mal durchlaufen, ehrlich. Da war noch gerade... Ja, da waren Muscheln. Muscheln nehme ich sofort mit. Die brauchen wir immer. So, was haben wir denn sonst noch? Moment, wen haben wir denn noch? Ups, nein, nein, nein. Lass mich hier raus. Blaue Hortensie. Das ist ja vom Anfang. Die haben wir, glaube ich, jetzt nicht so oft gebraucht, oder? Oder wir nehmen einfach einmal Weizen für Wally. Wir nehmen einmal Weizen, würde ich sagen, für Wally. So, ich hoffe, dass der nicht schlafen muss. Ich meine, schlafen als Roboter, ich weiß nicht. Der wird wahrscheinlich die ganze Nacht wach sein, nehme ich mal an. Wo habe ich denn überhaupt Weizen? Ich habe doch keine Ahnung. Normalerweise irgendwo in der Küche, ne? Aber wo? Das ist jetzt die Frage. So viel Weizen habe ich zwar auch nicht, aber ich schätze, einen kann ich gerade noch so... Oh, ich habe doch ein bisschen mehr davon. Ich bin schon wieder hier am Rumlügen, ich merke das schon. Gut. Dann führe tägliche Gespräche mit verschiedenen Dorfbewohnern. Ach Mist, dann hätte ich mit Vajana reden können. Ah! Habe ich natürlich wieder was übersehen. Ja. Ach so, wo ich gerade hier bin... Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon gesehen haben. Ich habe mein Wohnzimmer so ein ganz klein wenig umgestaltet. Ich glaube vor der letzten Folge, aber ich bin mir nicht sicher. Es sieht auf jeden Fall jetzt so aus. Ich finde es wunderschön. Ein bisschen karg eingerichtet bisher. Aber ich, ja, konnte mich auch noch nicht so richtig darum kümmern. So, Wally. Wally ist zu Hause, so wie es aussieht. Lauf doch nicht gegen jeden Baum, der irgendwo im Weg steht. Das ist gar nicht sein Zuhause. Wo ist denn der? Ach, der ist am Einkaufen. Das wollte ich jetzt extra aufschieben bis zum Schluss. Und da fährt der Wolli hier einfach rum. Wo ist er denn? Da oben. Hallo. Es ist wunderbar, wie du hier den Menschen... Was, wie ich den Mensch mime? Oder wie ich den Menschen helfe? Sorry, ich habe dich jetzt abgeschnitten. So, du bekommst erstmal Weizen. Findest du toll, ne? Ja. Finde ich auch. So. Also das klicke ich mal weg, das sind ja immer die gleichen Sachen. So, wie geht's dir? Das haben wir ja auch schon. Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst. Ich versuche zu erraten, was du sagen willst. Du willst mein bester Freund sein. Ja, ich hab's. Ja. Würde ich sagen. Treffer versenkt. Elsa. Hallo. Ich wollte mit dir reden. So, du siehst gedankenverloren aus. Olaf, was ist mit ihm? Darüber, was er präsentiert. Ach so, das hat sie noch nicht gesagt, glaube ich, oder? Er war das erste lebende Wesen, das ich aus Schnee erschaffen habe. Mittlerweile bin ich vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, Leben zu erschaffen. Nein, erschaffe ein ganzes Heer von winzigen Schneemännern. Das hat sie tatsächlich mal gemacht. Allerdings war sie da am Niesen, muss man dazu sagen. Du tust gut daran. Hoffentlich. Ich fühle mich einfach verantwortlich für alles, was ich erschaffe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich muss wieder zu Merlin. Danke und auf Wiedersehen. Ich habe noch gar keinen Kaktus, glaube ich. Oder? Hallo. Keine Ahnung, ob ich den schon habe. Aber der ist fürs Büro sehr gut. Und das Ding habe ich auf keinen Fall. Einen schönen Tag noch. Das Ding habe ich auf keinen Fall. Auf Wiedersehen und bis bald. Das darf ich nicht. Die Lampe, okay, die habe ich schon mal. Couch, bei der bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich auch schon habe. Ich finde es blöd, dass man halt nicht sagen, hier direkt sehen kann. Was für ein schöner Tag. Was das für Sachen sind. Moment, das ist von König der Löwen. Einen schönen Tag noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den habe. Wenn, dann steht er wahrscheinlich schon irgendwo drin. Auf Wiedersehen und bis bald. Und das hier sagt mir jetzt gerade gar nichts. Sei gegrüßt, Nachbar. Cinderella. Vielleicht habe ich das doch, ich habe keine Ahnung. Ach, wie Wolli hier drauf sitzt, ist das niedlich. Ich finde das geil. Ist das Boden? Einen schönen Tag noch.
Aber von Lilo und Stitch? Ach, das ist von Lilo und Stitch. Ich habe gedacht, das wäre von Wally, weil das habe ich nämlich an der Wand. Bis bald. Oh, den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Hallo. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Den muss ich auf jeden Fall freundlichen Dank für Ratatouille holen. Den, da bin ich mir nicht sicher. Sei gegrüßt, Nachbar. Es kann sein, dass ich den habe, kann sein, dass ich den nicht habe. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, dass ich das immer alles mit euch zwischendurch mache. Die restlichen Sachen kann ich auch später holen. Hallo? Ist das wieder dieser Bug, dass ich nicht rauskomme jetzt? Aber ich bin dann so fasziniert irgendwie. Okay, Merlin ist noch zu Hause. Der hat, glaube ich, so seine festen Zeiten, ne? Ist mir mal aufgefallen, wenn er rausgeht. Meistens ist er irgendwie da und ist am Studieren oder sowas. Was auch immer er da macht in seinen vier Wänden. Und dann abends, glaube ich, ist das. Dann läuft er immer überall rum. Da bist du ja. Ja, da bin ich. Mal sehen, wie der goldene Türknauf reagiert hat. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Entschuldigt, ich wollte eigentlich drehen. Aha, hervorragende Arbeit, Gameplayerin. Wir kommen der Sache näher, aber wir brauchen noch mehr Dreamlight. Was kann ich tun? Der beste Weg, mehr zu erschaffen, besteht darin, sich um das Dorf zu kümmern. Wenn du eine Erinnerung brauchst, was du tun kannst, vergiss nicht, in dem Brunnen auf den Hauptplatz zu schauen. Wird gemacht. Und später komme ich bei dir vorbei. Und jetzt lauf. Ich darf dich aber schon ansprechen. Bringe Merlin das Dreamlight. Ah, okay. 500 nur. Ich habe mal gehört, dass man 5000 bezahlen muss. Okay. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Fantastisch, Gameplayerin. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Mini Casita ist jetzt bereit für die Rückkehr ins Tal. Hm. Du musst dich nur entscheiden, wo Mirabelle wohnen soll. Und schon erscheint sie. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Dann machen wir das doch. Ja. Aber wo sollen wir die hinstellen? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hier ist es halt blöd. Hier würde ich gerne was hinstellen. Aber das ist so blöd konstruiert. Die Dinger, die kann man ja auch nicht wegstellen. Wenn man die wenigstens hier unten hinstellen könnte und das gerade wäre, dann könnte man da wunderbar ein Schloss hinmachen. Oder jetzt auf der Seite von mir aus. Ich habe ja schon viel Mühe gehabt, bei mir das Schloss dahin zu stellen. Wobei die ja auch wieder ein Schloss ist. Ne? Also ein Schloss, ja, sie ist quasi ein Schloss, das ist richtig. Die Frage ist, wie groß. Das Mini-Haus ist doch ein bisschen größer. Okay, vielleicht im Wald habe ich da noch irgendwo Platz. Ich habe doch hier Platz extra gemacht für den Dings. Drehen. Wo ist denn jetzt vorne? Moment. So rum müsste doch vorne sein, wenn ich das jetzt hier habe, oder? Das ist der Eingang. Okay. Ich hatte ja Platz gemacht für den, wie heißt er jetzt? Für Prinz Erik. Da müssen wir raus. Das heißt, ich mache die Bäume hier mal so ein bisschen so. Ich weiß aber nicht, also ich möchte das nicht im Wald lassen. Zumal das der Wald der Tapferkeit ist, ne? Und dann auch noch die Schöne und das Biest, die muss ja auch noch irgendwann. Also das finde ich blöd, weil wir kriegen kein neues Biom, aber kriegen neue Häuser, die wir hinstellen müssen. Und ich habe halt keine Ahnung, wo ich die hinstellen soll. Heiße Mirabelle, willkommen. Ja, wenn ich denn mal dürfte. Okay. Da ist sie, Mirabelle. Und ich muss mal eben gucken. Das ist ja jetzt auf eine neue Taste gelegt worden. Jetzt machen wir das nicht mehr mit F was, glaube ich, sondern mit H weg. Zack, wir haben ein Bild. Perfekt. Mirabelle, hallo. Wo bin ich? Wie lange habe ich geschlafen? Moment. Bin ich wieder zurück im Tal? Es sieht so viel besser aus. Und jemand hat all diese Dunkelheit vertrieben. Du musst derjenige sein, der das getan hat. Felicidades. Oder so. Ich bin froh, wieder da zu sein.
Wo warst du? Ich bin mir nicht sicher. Es war seltsam und alles sah aus, als wäre es in der Zeit eingefroren. Einmal bin ich aufgewacht, um ein Glas Wasser zu trinken. Aber ich war müde, dass ich gleich wieder ins Bett gegangen bin. Ich nehme an, dass ich dir dafür danken sollte, dass du mich zurückgebracht hast. Es war mir eine Freude. Das ist wirklich nett von dir. Irgendwas sagt mir, dass gute Nachbarn, dass wir gute Nachbarn sein werden. Ja, nicht ganz. Ich habe dich in den Wald verfrachtet, das tut mir leid. Wow, ich bin so glücklich, dieses Tal zu sehen. Vor dem Vergessen war es voller Freude, Glück und Lachen. Alle haben sich gegenseitig geholfen, genau wie meinem Encanto. Es hat mir hier wirklich gut gefallen. Deshalb war ich so traurig, als ich sah, wie alle anfingen zu vergessen und zu gehen. Dann legte sich auch noch diese Dunkelheit über alles. Aber jetzt ist die Dunkelheit verschwunden. Das Dreamlight leuchtet wieder auf und alles und ich bin zurück. Ich kann schon sagen, dass du hier Erstaunliches leistest und kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes passiert. Wir sind hier nicht in Paris, aber ich kann damit arbeiten. Remy? ja, kann ich nur mal mit dir reden? Ich muss dich ja irgendwie... Na, wie geht's? Ich muss dich auch irgendwie leveln können. Wie sind deine Eltern so? Mama und Papi? Sie sind unglaublich. Ich liebe sie so sehr. Wie ist deine Mutter so? Nun, sie kümmert sich wirklich gerne um alle. Und ihre Arepas sind ein Traum. Aber sie existieren wirklich. Ihre Gerichte heilen Menschen. Das ist ihre Gabe. Okay, da können wir das auch mal direkt machen. So, hola. Ich hab was für dich. Vielleicht auch nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Bouillabaisse, marinierter Hering und glänzender Zitrin. Ich kann ihr jetzt schlecht sagen, dass sie mitkommen soll. Moment, marinierter? Mist. Das ist der falsche Hering. Also, marinierter Hering, Bouillabaisse und glänzender Zitrin. Marinierter Hering, Bouillabaisse und glänzender Zitrin. Marinierter Hering, Bouillabaisse und glänzender Zitrin. Marinierter Hering und Bouillabaisse. Und glänzender Zitrin. Das sage ich jetzt ganz oft vor mich hin. Marinierter Hering. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Glänzender Zitrin. Bouillabaisse war das andere, genau. Marinierter Hering und Bouillabaisse. Kann ich die überhaupt machen? Und der glänzende Zitrin, den muss ich dann danach noch anschauen. Jetzt bin ich doch bei den Fischen schon durch, oder? Marinierter Hering, Bouillabaisse. Ich werde das Ganze mal abkürzen, während ich suche. Und ja, damit ihr hier nicht mitsuchen müsst, eine halbe Stunde lang. Bouillabaisse! Ich habe sie gefunden. Endlich. Ich wusste, der macht wieder irgendeinen Quatsch da rein. Wir müssen da Fische reinmachen nach unserer Wahl, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann machen wir den rein, das auch raus und den rein. Ach so, der muss dabei sein, der eine. Oh. Oh. Aber den können wir rausnehmen dafür. Moment, der eine muss da drin sein. Hä, wo ist der denn jetzt? Hä? Seid ihr doof? Er muss doch unter den Fischen zu sehen sein. Hallo? Da ist er. Garnele. So. Aber der möchte das nicht anerkennen. Von denen haben wir mehr. Dann nehmen wir zwei Muscheln. Okay, so, zack. Ich dachte, das sollten Fische sein, aber gut. So, jetzt nur noch den marinierten Hering suchen. Mal schauen. Ach, ich kann nur den eingelegten Hering. Nee, hier. Da ist er doch. Ich dachte gerade schon. Okay, automatisch das auffüllen und einmal kochen, bitte. Schon sagen. Also Hering habe ich doch gemacht. So, dann den glänzenden, den gelben auf jeden Fall.
Nein, halt, stopp. Nein. Die sind unten. Die sind ja gar nicht hier oben drin. Glänzender. Ich weiß nicht mehr was. Glänzender Zitrin war es, glaube ich. Ne, Topaz war es, meine ich nicht. Dann war es aber kein Gelb, sondern Orange. Nicht, dass man mir nachher sagt, ich bin farbenblind oder so. So. Wo ist sie? Encanta. Nicht weglaufen, ich komme sofort zu dir geportet. Jetzt. Die will mich doch wirklich veräppeln, oder? Die ist hier mit einem Highspeed in der Gegend am rumrödeln. Ich glaube, Takt. Bleib doch mal stehen. Ich bin so froh, dass du hier bist. So, ich hab was für dich. Und zwar, wo haben wir das denn? Bouillabaisse habe ich einmal für dich. Ist lecker, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oh. Gracias, Gameplayerin. Ha. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Bild? Oh Gott. Aber die Klamotten, die könnten vielleicht ganz cool sein. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber... Okay, Gartenarbeit natürlich. Das wäre vor allen Dingen sowieso was für sie. Jetzt läuft die mir wieder weg hier. Ich glaube, Takt. Das Problem ist, jetzt fängt eine neue Quest an. Also würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Anfang und natürlich auch den Rest der Quest in der nächsten Folge erleben werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.